Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir mal eine Runde Skywars Beta auf dem GomaHD.net Server. Das ist hier nur für Premiums und ja, ich habe keine Ahnung, was hier Skywars ist. Skywars gibt es auch auf anderen Servern. Ich habe hier so ein lustiges Kit. Okay. Ich nehme das mal hier einfach raus. Wird wahrscheinlich irgendwas wie Bad Wars sein. Gehe ich mal von aus. Hier sind überall Kisten. Okay, interessant. Ja, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich keine Ahnung, was das hier ist. Hier kann ich irgendwas öflin. Effizienz. Schärfe 2, Holzschwert. Ich habe kein Holz oder so, ne? Habe ich hier Holz? Hier ist eine Workbench. Habe ich Sticks? Ja, klar habe ich Holz, ich bin auch behindert. Ich habe ein Achievement bekommen, Crafter. Dann crafte ich mir jetzt mal ein Dia-Schwert, einfach, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, hier gibt es auch nirgends eine Erklärung, also zumindest ich habe den Streamer gerade gesehen und habe keine Erklärung gefunden. Es gibt auch verschiedene Maps, das ist hier die Map Grave. Wir haben hier ein Küchlein, Ziegelsteine, die wir zu Half-Slabs machen können. Womit wir uns natürlich effizient darüber bauen können. Ich weiß nicht, soll ich jetzt alle gleich verbraten? Ach komm. Problem ist, Glasblöcke habe ich auch noch. Schutz. Goldharnisch. Der Kompass, den sollte ich vielleicht mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das hier buggy ist. Ich baue mich mal so runter. Ich glaube, es gibt hier nicht sowas wie eine Angel. Doch, man könnte sich wahrscheinlich eine Angel craften. Eine Angel wäre hier, glaube ich, sogar ein bisschen wichtig. Vielleicht soll ich da nochmal gucken, aber hier gibt es auch nirgendwo Spinnenweben. Ich bin auch blind, ne? Hier gibt es auch viele Dias. Da habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, irgendwie. Vielleicht kann ich mir da noch irgendwas Schickes draus craften. Gold. Goldapfel? Ich habe auf jeden Fall keinen Apfel. Ich weiß gar nicht, wie tief kann man sich bauen, bis man runterfällt. Da ist Kohle. Ich habe 8 Dias. Schutz 1 Stiefel. Da würde sich eine Hose lohnen. Die ich mir jetzt aber craften werde. Oh, hier baut sich schon einer rüber. Der mich offensichtlich nicht gesehen hat. Und da fällt er. Erdefolie. Ich habe 2 Level. Gibt es hier einen Enchanter? Na gut, dahinter ist nix. Der Typ hat sich noch nicht zu mir rübergebaut. Hier gibt es wahrscheinlich auch noch andere geheime Kisten irgendwo, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich mich jetzt hier in die Wand buddel, ja. Ist irgendwann ein Ofen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo vielleicht auch mehr Dias gibt oder sowas. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier genau ist. Ich habe auf jeden Fall einen Dingsbums. Ich glaube, ich kletter mir einfach rauf, oder? Vielleicht ist da noch irgendwas drauf. Ja, gut, so viel dazu. Ich habe keine Ahnung. Na gut, drauf ist hier nichts mehr. Also habe ich mal ein bisschen Übersicht. Da ist schon ein Weg lang gebaut. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal Richtung hier. Weil hier auch schon ein fertiger Weg ist. Der hier wird wahrscheinlich keine Kiste übersehen haben. So. Oh. Oh. Vielleicht ist auch random Zeugs drin. Schutz 1 Hose. Ein Wassereimer kann auch sinnvoll sein. Ich sollte mir ein Feuerzeug machen, vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Schutz 1, Schutz 1. Noch ein Kompass. Crap. Lohnt sich ein Feuerzeug? Da bin ich mir nicht so sicher. Hier sind auf jeden Fall noch Dias übrig, aus denen ich mir jetzt mal Dias-Schuhe craften werde. Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt darüber kommt. Da hinten hat man noch irgendwo jemanden. Ja, lohnt sich. Okay.
Die leben auch nicht mehr so viele Leute. Wo sind die alle? Ah, in der Mitte gibt's eine Insel. Die habe ich am Anfang auch schon gesehen, aber irgendwie komme ich jetzt drauf, dass ich mich da mal vielleicht hinbauen könnte. Ja, steht da chillig. Okay, Achievement Schildkröte. Er steht da ganz chillig rum. Ja, wie gesagt, ich habe ein Spinnennetz. Man wird sich eine Angel craften können. Wenn ich das Spinnennetz abbaue, klar. Deshalb traue ich mich eigentlich kaum, mich rüberzubauen. Vor allem, wenn jetzt einer von da kommt, ne, bin ich ein bisschen am Arsch. Der Typ in der Mitte ist wahrscheinlich auch nicht blind. Gehe ich mal von aus. Okay, sowas wie Bad Wars ist es offensichtlich dann doch nicht. So einen ähnlichen Spielmodus habe ich, glaube ich, schon mal gespielt und sogar, glaube ich, hochgeladen. Ich glaube auch, dass Sky Wars so an sich, der Begriff ist auch nicht neu. Ich glaube, noch hat er mich nicht gesehen, aber... Der hat mich immer noch nicht gesehen, oder? Jetzt hat er mich gesehen. Hi! Der ist da hinten. Er baut sich... Ja. Er macht genau das, was ich vermutet habe. Er versucht sich eine Angel zu craften. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Angel hat. Da steht mich auch eine Workbench. Da war glaube ich, gerade dran. Ansonsten mache ich es mal auf eine andere Art und Weise. Das hatte ich jetzt nämlich auch vor. Ups, okay, das war natürlich dämlich. Ich könnte mich auch runter MLG'en dann. Ich weiß nicht, wie hoch wirft so eine Angel. Bis hier? Ich glaube, viel weniger. Trotzdem mache ich das mal so jetzt. Okay. Ja gut, wir haben... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Fuck it. Na, ja, so viel dazu. Schneebälle. Na klar, da war Schnee überall. Oh, ich bin so blöd. Klar, ich war doch Schnee überall. Hätte man mit einer Schaufel abbauen können. So viel dazu. GG, würde ich sagen. Darf ich sagen, spiel jetzt noch eine Runde und sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde, wo ich vielleicht ein bisschen besser spiele. Bis gleich. So, und weiter geht's in der nächsten Runde. Wir spielen auf der Map Hell und ja, mal schauen. Schornblock. Hier gibt's auch einige Kisten wieder. Eier. Gleich mal am Anfang. Eier sind natürlich dann hier sehr sinnvoll. Enchantment Bottles. Goldspitzhacke. Goldaxt. Ofen mit nichts drin natürlich wieder. Dann würde ich sagen, falls es hier nicht noch irgendwo eine Kiste gibt, die ich übersehen habe. Schutzzeit endet jetzt. Die kämpfen da hinten schon, lol. Okay. Dann ist er down, würde ich sagen. Das ist okay, das war natürlich dämlich jetzt. Ich habe eine Steinspitzhacke. 1, 2, 3. Eine Kohle bitte. Schmeiße ich das in den Ofen. Ich bin gerade zu blind für die Kohle. Okay. Hier kommt keiner rüber. Er versucht rüber zu kommen. Ah, schade. Er hat auf jeden Fall besseres Equip als ich, brauche ich mir nichts vormachen. Da fällt er nicht drauf rein. Ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht mehr nach unten zu gehen. Oh!
Komm, stirb! Okay. Er da hinten kommt nicht rüber. Okay, ich habe ihn gekillt. Das war gut. Ich habe zwar sein Equip jetzt nicht, aber besser zu leben als das. Okay. Dann will ich jetzt mal hier gucken. Habe ich Holz überhaupt? Gibt es hier überhaupt Holz im Allgemeinen? Sonst ist es nämlich totaler Schwachsinn, was ich gerade mache. Na, offensichtlich nicht. Schutz 1, Schutz 1. TNT, zumindest das Instant. Nein, tut's nicht. Kann man trotzdem relativ gut gebrauchen, wenn man sich so hoch Dings bumst. Mit dem Feuerzeug. Flint bräuchte man dazu. Na gut, wenn das nicht geht, dann mache ich mir jetzt halt Schuhe. Ja, Schuhe gehen tatsächlich, wenn ich das hier nämlich reinlege. Ich habe auch noch hier Kohle, abgesehen davon. Das war's aber auch echt mit den Kisten hier, ne? Das ist ein bisschen mager. Frage ich mich mal, wo die anderen Leute ihr Equip her haben. Okay, das war knapp. Ich bin auch hier gibt's erstens Holz und zweitens habe ich gar keine Workbench. Na, gut. Die hinten kämpfen auch. Okay, ich weiß nicht, wie viele die jetzt da unten waren. Nee. Ein Holz ist verloren gegangen. Okay. Machen wir jetzt so hier. Dann machen wir. Die sind schon wieder behindert zu craften. Und das hier. Dann schnappen wir uns die Dias, die hier sind. Das sind nur 3 tatsächlich. Okay, dann bringt uns doch nichts, die Dias abzubauen. War also letztendlich alles für die Cuts, was wir hier gemacht haben. Hätte ich mir doch Schuhe craften sollen. Oh fuck. Jetzt bin ich fast runter. Oh weia, den habe ich. Scheiße, das war's. Kannst vergessen. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Ist er runtergefallen? Da unten fliegt er. Also dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Dazu sage ich jetzt mal wirklich gar nichts. Er müsste auch irgendwas haben. So an Schutzmaßnahmen. Ich habe 4 Dias. 4? Hatte ich nicht gerade noch 3? Ich glaube, einer war in der Kiste vorher, ne? Den habe ich übersehen. Ich würde mir gerne Dia-Schuhe craften, ehrlich gesagt. Aua. Beruhig dich mal. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Total sinnlos, dass ich es eigentlich so mache. Ups. Kann man gleich so machen. So, dann kann ich ihn nämlich besser von der Seite runterschubsen. Er baut sich da jetzt einen Wall. Ja, Dia-Schuhe. Okay, er macht sich einen Seabock-Bench. Macht jetzt nicht so dämlich, ne? Hat auf jeden Fall einen deutlichen Equip-Vorteil. Ich habe noch 35 Sekunden Absorption. Ja, so kriegt er mich hier nicht runter. Oh, ein Hühnchen. Definitiv nicht, mein Freund. Da komme ich nicht dran. Tja. Das ist die Mitte mit dem Enchanter. Ich habe TNT. Ich habe kein Feuer. Die sieht ein bisschen blöd. Okay. Ja, von mir aus können wir auch so machen, ne? Also,
da jetzt auch nicht so das Mega-Problem mit. So, machen wir jetzt so hier. Dann fällt er da ein bisschen. Er hat nur so ein schlechtes Schwert vielleicht. Habe ich noch irgendwas Werfbares? Ich glaube nicht. Wow, das hat mir jetzt auch nicht so viel gezogen. Kuckuck. Er muss ich jetzt safe rüberbauen, sonst weiß ich nicht, wenn ich dahin springe. Na, komm. Probier es. Er schubst nicht runter, dann kommt er rüber gesprungen, sage ich. Das wäre auf jeden Fall die klügste Variante, glaube ich, für ihn. Fuck it. Okay. Dann hat er das jetzt geschafft. Das war sauknapp. Okay. Bisschen Abstand gewonnen. Ja, ich würde mir gerne die Schuhe eigentlich craften. Fuck it. Okay, so viel dazu. Scheiße! Mann! GG. Fair Play Achievement. Na, gut. Ich denke, so läuft das Spiel ungefähr. Waren jetzt meine ersten beiden Runden. Ist auf jeden Fall ganz cool, finde ich, obwohl der Loot in den Kisten, glaube ich, random ist. Zumindest kann ich mir sonst seine Rüstung nicht erklären, wo die her hat. Naja. Wenn wir vielleicht auch mal öfters spielen, auch das Spiel macht relativ viel Spaß, finde ich. Damit würde ich sagen, das war's mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.